Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich. Heute bei uns zu Gast sind Mitglieder des African Youth Network. Möchtet ihr euch vielleicht kurz vorstellen? Also ich bin Belinda Palico. Ich bin die Fernanda Paolo. Mhm. Ich bin die Jessica Otto. Mhm. Und ich bin Promis Klebe. Also vielen Dank erstmal für die kleine Vorstellungsrunde. Könnt ihr ein bisschen mehr erzählen über das African Youth Network? Seit wann gibt es euch und welche Ziele verfolgt ihr denn? Also in Planung war das auf jeden Fall 2016. Mhm. Und Anfang 2017 haben wir uns dann dazu entschieden, uns zusammenzuschließen. Und ja. Unsere Ziele im African Youth Network ist, eine Gemeinschaft zu bilden zwischen jungen Leuten mit afrikanischen Wurzeln wie auch ohne afrikanische Wurzeln. Mhm. Und aktiver zu werden in der Stadt Worms. Sehr gut. Und ja, uns mehr so hineinzubringen, Leute zu uns zu führen. Und ja, haben noch weitere Pläne wie auch Projekte. Mhm. Und mehr kann Ihnen auch die Promise erzählen. Okay. Um ganz kurz über die Entstehung von dieser Gruppe zu erzählen, und zwar die Initiative kam von den Jugendlichen. Die kamen zu mir und dann haben sie gesagt, wir wollen zusammen sein, wir wollen Themen, die uns interessieren, einfach unter uns diskutieren. Wir wollen soziale Projekte machen. Wie können wir das machen? Und da war die Vorschlag, okay, wir tun uns zusammen und werden irgendwann mal e.V. sein, aber bis jetzt sind wir noch nicht, wir erfinden uns noch. Genau, und da haben wir angefangen, unsere Pläne zu machen, unsere Ziele und haben ja auch so ein paar Projekte, die wir später dazu, was sagen werde, schon durchgeführt. Mhm. Ihr beschäftigt euch ja auch mit dem Thema Alltagsrassismus. Viele können das nicht nachvollziehen, da sie selbst noch nie von Rassismus betroffen waren. Dann kommen so Sprüche wie, ach, die übertreiben doch oder die brauchen vielleicht Aufmerksamkeit. Aber wie habt ihr denn Rassismus im Alltag erlebt? Gibt es da so konkrete Beispiele? Also ich kann mal anfangen. Gerne. Zu einem war das mal so, dass ich mit meinen Geschwistern spielen war am Spielplatz und haben immer Fangen gespielt und da musste eine Person uns fangen, und also sie war halt weiß. Und für sie war das halt komisch, uns zu fangen, weil sie wirklich Angst hatte, wenn sie uns anfasst, dass sie dann auch dunkel wird oder auch schwarz wird. Und ich habe mich auch so gefühlt, hä, wie, auf welche Idee kommt sie? Ne? Dann habe ich gefragt, ja, wo hast du das her? Und dann hat sie gesagt, so, ja, das hat sie von ihren Eltern, weil ihre Eltern es ihr so beigebracht haben. Okay. Also ich war schon richtig geschockt, als ich sowas gehört habe. Kann ich gut verstehen, ja. Ja, also das ist zum Beispiel, was ich auch erlebt habe, ja. Okay, danke schön für den Beitrag. Also, ein weiteres Beispiel war, ich wurde mal gefragt, ob mein Blut auch rot ist. Mhm. Und da habe ich mich auch gefragt, so, warum sollte ich jemand anderes sein, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe? Und das hat mich dann auch wiederum schockiert, dass ich diese Frage überhaupt gestellt werde. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Also, wie das bei mir so ist, also Alltagsrassismus, keine Frage, das erlebe ich leider sehr oft. Mhm. Und in der Schule ist es zum Beispiel ein Beispiel. Da kommt halt, da droppen halt Leute das N-Wort sehr oft vor. Und echt? Ich denke mir dabei einfach, warum? Dann heißt es, ja, keine Ahnung, die anderen sagen das doch auch. Ja, nur weil die anderen das ja sagen, heißt es nicht, dass du das ja auch sagen musst. Mhm. Und das ist, ich finde es traurig, dass manche das nur als ein einfaches Wort empfinden, ohne sich in meine Lage hineinzuversetzen und zu wissen, wie ich mich fühle. Ja. Ich meine, es erregt ja was in mir, weil ich ja dieses Erlebnis habe. Mhm. Und andere durch wegen biologischer Herkunft und Orientierung und andere Faktoren einfach in einer Schublade zu stecken, da fängt halt schon Rassismus an. Und das können manche einfach nicht, ich sag jetzt mal, nachvollziehen, weil sie ja dieses Privileg haben, was ich leider nicht habe. Weil ich ja so geboren bin, wie ich halt bin, und es fängt ja halt im Kindergarten an mit, ja, gib mal die Hautfarbe. Ja, was ist Hautfarbe? Was ist denn mit meiner Haut? Ich weiß nicht. Ja, nee, die andere Hautfarbe. Denke ich mir so, okay, da fängt es halt schon an. Das hast du sehr schön erklärt, ja. So, außer für mich die Standardfrage, wer bist du? Wo kommst du hier? Was machst du hier? Seit wann bist du hier? Oh, du sprichst gut Deutsch. Mhm. Wenn ich Lust habe, das zu beantworten und die irgendwie mitbekommen, dass sie kann doch Deutsch sprechen. Und dann die letzte Frage, wann gehst du zurück?
es ist eine Standardfrage, die ich öfter erlebt habe, also seitdem ich in Deutschland bin. Je nach Lust und Laune gehe ich darauf ein, spiele damit oder sage ich, ich bin deutsch, ich bin aus Worms. Ja, und dann schauen mich ein paar Leute an, aber ursprünglich, dann sage ich, wo kommen Sie auch ursprünglich hier? Dann guckt sie mich an, ich bin Deutscher, ich bin auch deutsch. Ja? Sehr gut. Aber die Leute kommen, viele Leute können nicht damit umgehen, wenn man das auch so wieder redet und nicht so brav die Fragen beantwortet, wie gewöhnt ist. Ich glaube, es ist auch für viele, sag mal so, Deutsche, obwohl ich auch deutsch bin, nicht so bewusst, dass die rassistische Fragen stellen. Deswegen ist es für uns, das machen wir auch als sehr starkes Thema. Und ich bin in Ghana geboren. Deswegen für mich, ich weiß, ich bin hierher gekommen, ich kann damit umgehen. Aber was ist mit den Kindern, die hier geboren sind? Ja. Warum können wir nicht akzeptieren, dass doch es gibt Kinder, die hier geboren sind? Oder warum können wir nicht akzeptieren, dass Stadt oder die Bundesstaat so viel für Integration macht, dass die Leute auch irgendwie deutsch werden? Warum überhaupt diese Unterschiede? Und was macht aus auf unsere Kinder? Und das ist unser schwerstes Thema. Wir haben Rollenspiele gehabt, wir haben Themenabend gemacht, wir haben Filme darüber geguckt und. Und ich sehe immer, wie die Jugendlichen sehr stark betroffen sind. Deswegen, also wir werden dieses Thema weiterführen und werden auch Hilfe suchen, weil es steckt so viel Negatives in diese Jugendlichen, die hier Zukunft haben. Die werden nicht nach Afrika gehen, das ist die Wahrheit. Ja. Die sind deutsch, die sind Wormserin oder die Jungs sind Wormser und die werden hier bleiben. Das ist die Wahrheit. Und wir versuchen zu gucken, wie sie selber klar damit kommen, wenn jemand die auf der Straße trifft und sagt, N-Wort, die mir letzte Woche passiert ist, auf der Straße. Und ich gucke ihn an und denke, okay, ich kann damit umgehen, aber manchmal bist du so überrascht, weil man erwartet es nicht. Und dann sagst du, was mache ich jetzt? Und dann habe ich sehr laut geredet und das Schlimmste war, alle Leute, die drumherum waren, sind schnell weggelaufen. Und haben nichts gesagt? Nur eine Nachbarin. Und ich glaube auch, weil sie mich kennen. Deswegen hat sie was gesagt. Okay. Also in Worms gibt doch dieses Thema. Du hast es gerade erwähnt, es muss noch viel getan werden für Integration. Was mich einfach auch schockiert hat, war, dass es einzelne Personen gab, zum Glück nur Ausnahmen, die sich auch über die Black Lives Matter Demonstration geärgert haben oder auch da wieder dachten, das sei übertrieben. Was mich einfach ärgert, ist, dass wir im Jahr 2020 noch über Rassismus sprechen müssen überhaupt. Das Stichwort Black Lives Matter, wie seid ihr mit der Bewegung umgegangen? Habt ihr da auch mitgearbeitet? Also ich habe da sehr stark mit interagiert. Also ich war da 100% komplett dabei. Ich dachte mir so, wow, endlich mal reden wir über die Probleme, die ich halt jahrelang hatte. Und endlich mal wird das halt in Erwägung gezogen. Also endlich wird es wirklich aufgerufen. Weil Rassismus hat schon echt lange geherrscht. Wir haben so oft versucht, wirklich unsere Vorfahren, wirklich mit Aufständen, die Black Panthers in Amerika haben halt versucht, auch mit Demonstrationen was zu bewirken. Und dieser eine Knackpunkt mit George Floyd, das war halt nicht nur ein Knackpunkt. Dieser Wecker hat halt sehr lange geläutet, nur die meisten haben halt nur auf stumm gestellt oder auf stumm geschaltet. Deswegen, ich war echt erfreut, dass sich jeder dann mit dem Thema Rassismus befasst hat, weil Rassismus ist ja die Angst vor was Neuen oder für was für was Fremden. Und ich bin froh, dass die meisten diesen Schritt gewagt haben. Ich meine, Rassismus ist ja nicht nur auf unsere Farbe bezogen, sondern auch in vielen Faktoren und vielen Bereichen. Aus dem Grund bin ich echt froh, dass sich die meisten wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das stimmt, ja. Und bin aber sehr traurig, dass es auch Gegner gibt wie All Lives Matter. Also ich habe nichts gegen All Lives Matter, es zählen auch viele Leben, aber wir können viele Leben zählen, wenn halt ein Faktor nicht zählt oder bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel Black Lives Matter. Wenn All Lives Matter dann mattern würden, dann würden wir halt nicht bis heute über Rassismus reden. Stimmt. Genau so ist es ja. Und aus dem Grund, Sehr schön, dass ihr euch auch da engagiert habt. An welchen Projekten habt ihr denn dieses Jahr noch so gearbeitet? Also wir haben schon seit letztes Jahr mit ein
Projekt Rassismus-Thema angefangen und haben auch viel gemacht. Und da haben wir auch so überlegt, wir sind ja Vielfalt, wir sind nicht nur aus Ghana oder Kenia oder so, wir sind wirklich überall aus Afrika und wir wollen für uns aus Afrika entdecken. Mhm. Deswegen, wir hatten ja vor der Corona-Zeit die Aufgabe, dass jeder über ein afrikanisches Land erkundigt und vorträgt. Und das kam sehr gut an und wir wollen auch sehen, wie Afrika in positive Sinne und auch negative Sinne, die wirtschaftliche Entwicklung und warum ist Afrika immer noch so, wie es ist, obwohl wir alle Schätze in der Welt haben. Und mit diesem Thema haben wir uns auch beschäftigt. Ein ganz wichtiges Thema ist unser Plastikprojekt, die wir auch schon in Ghana angefangen haben. Wir haben das Thema Say No to One-Way Usage of Plastic. Mhm. Und wir haben bis jetzt mit 3 Schulen in Ghana angefangen. Unser Ziel ist, wir merken, Afrika gibt viel Müllverschmutzung und Plastikproblem. Und wir haben überlegt und kamen darauf, dass es wirklich die Awareness ist nicht da. Die Leute machen das viel mit, weil es einfach Lifestyle ist. Mhm. Zum Beispiel in Afrika, wenn man Feier hat, muss ja Essen geben und alles wird nochmal verpackt in doppelte Plastik und wird mitgenommen und am Ende landet es irgendwo einfach so unter, in Müll oder einfach irgendwo auf dem Boden. Und das verursacht auch, dass es viel Verflutungen gibt in Afrika und verschiedene Probleme. Also wir haben gesagt, wir fangen mit ganz klein an von Kindergarten und Schulen. Wir sagen denen, wir zeigen denen, was diese Plastikverschmutzung verursachen wird, weil dessen Zukunft, vielleicht die Ältere, die gar nicht mehr mitmachen werden, werden irgendwann mal weg und dann die Kinder müssen für diese Probleme verantworten. Ja. Daher fangen wir von Kindergarten, Schule und Kirchen an, weil wir wissen, dass Frauen bringen viel Plastik nach Hause. Mhm. Und in afrikanischen Kirchen sind Frauen sehr stark. Mhm. Und wir fangen dann mit Frauengruppen an und das Projekt ist sehr gut angekommen. Ich war vor kurzem in Ghana vor Corona-Zeit und wir haben unsere Filme gedreht und denen auch beigebracht, wie hier Mülltrennung gibt. Mhm. In Ghana gibt es nicht. Und warum? Deswegen ist es wichtig, dass man einfach diese Plastikbecher oder Plastiktüten nicht verwenden, weil wir haben Möglichkeiten, das zu vermeiden. Mhm. Das ist unser Projekt. Wir arbeiten dran. Wir haben angefangen, bevor es Corona-Zeit. Wir werden echt lang daran arbeiten. Sehr schön. Also ich finde auch da Aufklärung ist ganz wichtig und dann wird das Problem auch einfach an der Wurzel angepackt. Also das ist so euer großes Ziel. Habt ihr vielleicht auch noch regionale Ziele jetzt für die Stadt Worms? Habt ihr da noch was geplant? Ja, wir sind auch gerade in der Planung, vielleicht so Richtung Tanzkurse sowas anzubieten, weil wir auch im Kulturfest auch schon getanzt haben und da waren auch voll viele begeistert und super. Haben wir gedacht, okay, wenn es gut läuft und wenn die Corona-Zeit vorbei ist und wieder die Tanzschulen offen haben, sind wir vielleicht wirklich eine Überlegung, dass wir mit ein paar Tanzschulen irgendwie in Kontakt treten und mal nachfragen, ob es vielleicht möglich ist, da einen Tanzkurs anzubieten. Klingt auf jeden Fall super. Dann könnt ihr vielleicht bald nochmal kommen und so eine kleine Tanzvorführung mal abliefern. Toll. Und wenn ihr Wünsche hättet an die Gesellschaft, wie würdet ihr euch im Idealfall so ein interkulturelles Zusammenleben vorstellen? Also ich fange mal wieder an. Also für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass man verschiedene Kulturen kennenlernt. Also nicht nur unsere eigene Kultur, sondern auch andere Kulturen oder Mentalitäten rausfinden, wie andere Menschen so ticken. Mhm. Okay, jeder Mensch tickt halt anders, aber wir müssen irgendwie Gemeinsamkeiten finden und das dann halt zusammenbringen. Ja, das ist für mich halt wichtig. Ja. Genau, ganz wichtiges Stichwort, eben die Gemeinsamkeiten, nicht das, was uns unterscheidet oder angeblich unterscheidet, sondern eben die gemeinsamen Werte. Dankeschön. Ja. Also dann sage ich weiter. Dafür finde ich diese interkulturelle Runde sehr wichtig. Mhm. Weil dadurch habe ich wirklich sehr viele Kulturen kennengelernt und unsere Gemeinsamkeiten so gefunden. Und auch manchmal, wenn wir auch Unterschiede, wir sind ja unterschiedlich. Also Menschen sind unterschiedlich. Auch wenn wir alle weiß oder schwarz sind, es gibt
Persönlichkeiten. Klar. Und diese Persönlichkeiten einfach wegstecken und dann zusammenhalten. Mhm. Ich möchte einfach in Worms leben, wo Leute mich ansprechen mit Promise. Mhm. Wie geht's dir? Und nicht, die Frau, die farbige Frau. Ja. Ich sage auch zu niemandem die weiße Frau. Stimmt. Ich nehme die Leute mit Namen. Mhm. Und ich würde mich mal wünschen, dass die Leute einfach das hinwegsehen, mich als Person sehen und sagen, okay, ich kann mit ihr umgehen oder nicht und weggehen. Aber nicht einfach so Gründe, unnötige Gründe zu suchen, weil ich aus Ghana komme, weil ich schwarz bin. Dafür kann ich nicht. Ich bin so, ich werde so sein, bis ich irgendwann mal sterbe. Mhm. Daher werden wir wünschen in Worms, dass sowas gibt, dass Leute mich einfach so mit meinem Namen ansprechen und nicht mehr fragen, wann gehst du zurück? Genau, und ich glaube auch, wenn man andere Kulturen kennenlernt, das ist ganz essentiell wichtig, um eben auch Vorurteile abbauen zu können. Denn wenn man sich nicht annähert, dann kann man sich auch nicht kennenlernen und den anderen besser verstehen lernen. Ja. Also wie die Promise und die Jessica schon gesagt haben, wünsche ich mir natürlich, dass es alles nicht so klassifiziert wird oder geordnet ist, sodass jeder halt seine Gruppen hat, sondern dass wir wirklich alle zusammenkommen. Und auch bei der Beschreibung, wie auch die Promise gesagt hat, dass es halt nicht heißt, ja, ich kenne da jemanden, die ist schwarz. Mhm. Oder kennst du die eine aus der Schule? Ja, die schwarz. Ah, ich weiß jetzt schon direkt. Ja. Ja. Wo ich mir dann denke, okay, ich bin halt auf ewig die Schwarze. Mhm. Aber muss nicht sein. Ich meine, wir können uns ja alle ändern. Ich meine, wir können ja alle, keine Ahnung, zum Beispiel bei Kleinigkeiten ja auch achten, wie wir halt fragen. Zum Beispiel heute kam eine Schülerin zu mir, ey, wo kommen eigentlich deine Eltern her? Mhm. Oder wo sind deine Wurzeln? Und ich dachte mir so, du bist die Erste, die mich fragt, woher meine Eltern oder woher meine Wurzeln so sind, statt zu fragen, woher kommst du her? Mhm. Und so Kleinigkeiten bewirken sehr, sehr vieles. So kleine Unterschiede bewirken sehr, sehr vieles. Und das wünsche ich mir für die Gesellschaft, auch hier in Worms. Dankeschön. Hast du denn noch einen speziellen Wunsch, den du äußern möchtest? Also ich finde, teilweise wurde alles schon gesagt, einfach, dass wir als Gemeinschaft zusammenfinden, dass wir uns einfach alle präsent zeigen und einen Weg finden, miteinander zu kooperieren. Und ja, ich finde, das ist wirklich auch ein wichtiger Faktor. Ja, also nochmal ein ganz großes Lob an euer Netzwerk und an eure tollen Projekte. Das kann ich wirklich nur unterstützen und bejahen. Und ich hoffe auch, dass wir langsam alle verstehen, dass die Hautfarbe uns eben nicht voneinander trennt. Mhm. Denn am Ende, und ich glaube, das kann niemand abstreiten, sind wir einfach nur Menschen. Genau. Also Dankeschön für das Interview. Und im Anschluss folgt nun ein Beitrag zum Gebiet der Religion. Viel Spaß.